Hallo Freunde, heute haben wir wieder ein kleines Experiment mit meinen Ameisen. Ich habe vor, mir ein neues Formikarium zu kaufen und bereite jetzt momentan mal meine Ameisen vor für den Umzug. Deshalb werden die da jetzt rausgeholt und kommen die Tage in ein größeres Formikarium. Und wenn wir schon dabei sind, die alle rauszuholen, können wir auch nebenbei ein kleines Experiment mit denen machen, mit denen und mit 4 verschiedenen Lebensmittelfarben. Ich habe mal bereits ein Experiment gemacht und Ameisen mit Lebensmittelfarbe gefüttert und dann konnte man auch sehen, dass die Ameisen deren Farbe gewechselt haben, beziehungsweise man könnte in deren Hinterteil reinsehen, welche Farbe deren Lebensmittel waren, die gegessen haben. Und das machen wir heute mal mit 4 verschiedenen Farben und ich bin echt gespannt, auf welche Farbe die am besten reagieren werden oder ob die komplett eine Farbe, wie zum Beispiel die Farbe Rot, komplett ignorieren werden, da die Ameisen rotblind sind. Man kann sehen, meine Ameisen haben mittlerweile sehr, sehr viele Eier, sehr viele Larven, die entwickeln sich eigentlich ziemlich gut und deshalb wird es jetzt auch langsam Zeit für ein etwas größeres Formikarium für die. Wir alle kennen Ameisen eigentlich als sehr fleißige Insekten. Diese stellen wir Menschen auch sehr häufig mit einem Helm in Cartoons dar und so weiter, weil die sehr fleißig sind. Aber eine Langzeitstudie aus Arizona beweist uns das Gegenteil. Die haben längere Zeit mehrere Kolonien beobachtet und stellten fest, dass ungefähr 25% der Ameisen absolut nichts tun. Sozusagen Schmarotzer. Die laufen zwar auch den ganzen Tag hin und her, aber die nehmen nie etwas in den Mund, um zu tragen. Die tragen weder irgendwelche Äste, Steine, Körner, was gerade die Kolonie braucht, und die kümmern sich auch absolut nicht um die Eier oder um die Larven. Bei diesen 25% der Schmarotzerameisen hat man auch festgestellt, dass die meisten von denen ein etwas größeres Hinterteil haben. Das bedeutet, die fressen mehr, aber tun dafür weniger. Nach einer Weile der Beobachtung hat man die fleißigen Arbeiterameisen, die wirklich was tun, aus dieser Kolonie entfernt, um zu schauen, wie sich dann die faulen Ameisen verhalten werden. Nach nur einer kurzen Zeit haben die faulen Ameisen gesehen, dass niemand für die mehr deren Drecksarbeit tut und dann fingen die an, deren Arbeit nachzugehen. Was man heute weiß, 25% besonderer Kolonien sind faule Ameisen und diese faulen Ameisen werden erst für die Kolonie was tun, wenn die ganzen fleißigen Ameisen weg sind. Falls ihr euch fragt, wieso an manchen Ameisen ein klein wenig weißes Pulver ist, das ist Talkum, also Ausbrechschutz für die Ameisen, denn die sind momentan in meinem kleinen Aquarium drin und hier werden die jetzt 1 bis 2 Tage Zeit verbringen und damit die aus dem Aquarium nicht abhauen, ist oben eine Schicht Talkum aufgetragen. Dieses Formikarium wird gereinigt und eventuell für eine neue, kleinere Ameisenkolonie vorbereitet. So, wir machen jetzt mal ein klein wenig Zuckerwasser. Zuckerwasser mache ich ungefähr 50 zu 50 im Verhältnis, Wasser zu Zucker. Rote Lebensmittelfarbe, blaue Lebensmittelfarbe, einmal gut vermischen und ein paar Tropfen kommen jetzt hier auf so einen weißen Zettel drauf. So, noch rot und dasselbe mache ich jetzt noch mit 2 weiteren Farben, gelb und grün. Interessant zu beobachten, dass sich einen Teil der Ameisen alle an der Wand befinden. Da werde ich aber gleich noch einige Sachen reinlegen, wo die sich halt im Schatten verstecken können. Und hier kann man jetzt sehen, die trennen ihre Larven, ihre Eier von dem ganzen Müll, den die im Formikarium verursacht haben. So, man sieht auch, die versammeln sich hier um den kleinen Stein, da der denen eine Art Schutz und ein bisschen Dunkelheit bietet. Deshalb, wie gesagt, da kommt gleich etwas Größeres für die noch rein. Also, wollen wir mal schauen, was gleich passieren wird. Also, ich bin echt gespannt, ob die Farbe für die irgendeine Rolle spielt. Da sehen wir jetzt die Königin, die ist fleißig am Tanzen. Wir brauchen für die jetzt natürlich ein Plätzchen, wo es ziemlich dunkel ist und ja, dann hat sie ihre Ruhe. Auf jeden Fall, die Königin sollte man am besten nicht stressen und deshalb muss ich mich ein klein wenig jetzt beeilen. Aber wie man sehen kann, die ist immer noch fleißig am Tanzen. Ich glaube, der macht das Spaß. Also ungefähr 15 Minuten sind vergangen, Ameisen sind an diesem Zuckerwasser vorbeigelaufen, aber die hat das absolut nicht interessiert. Oder es liegt damit, dass es jetzt wegen dem Umzug ein bisschen stressig ist oder die haben einfach keinen Hunger. Wie man hier sehen kann, ein Großteil von denen hat auch ein ziemlich aufgeschwollenes Hinterteil. Deshalb, ja, die sind eigentlich momentan ziemlich gut genährt. Versuchen wir mal, so, nehmen wir mal den kleinen Stein. So, ich hoffe nicht, dass ich da jemand erdrücke. So, die zeigen aber immer noch kein Interesse an dem Zuckerwasser. So, die Königin unternimmt mal wieder einen Fluchtversuch. Da ist Talkum, auf jeden Fall kommt ihr da nicht durch. Und ich würde mal sagen, bevor die noch weiter gestresst ist, ja, ich baue den jetzt ein bisschen hier was auf. Und wenn das neue Formikarium da ist und ihr habt Lust, dass ich zeige, wie ich das Ganze jetzt einrichte, auf jeden Fall lasst ein Like da. Wenn ich sehe, dass ihr Bock drauf habt, dann kommt ein Video davon. Bis die Tage. Ciao.